Hi, wir haben zwei Bundeswehr-JPA der russischen und amerikanischen Armee bekommen. Jede solche Tüte ist für eine richtige Mahlzeit gedacht. Und jetzt werden wir sehen, was die Soldaten den zwei berühmten Armeen essen. Zuerst kommt das amerikanische Essen. Drinnen entdecken wir die zweite Tüte mit vielen weiteren kleinen Tüten. Wow, so viele Tüten! Ich habe so ein Gefühl, als man viele Kinderüberraschungen vor sich hat und sie alle öffnen will. Das Wichtigste ist ein Löffel. Normaler, starker Löffel, mit dem wir das alles essen werden. In einem Beutel sind viele verschiedene Kleinigkeiten. Das sind zwei Kaugummis, wahrscheinlich für einen angenehmen Mundgeruch. Jodiertes Salz, ein feuchtes Tuch, ein trockenes Tuch und Limonade in Pulverform, die wir am Ende zubereiten und probieren werden. Zuerst werden wir diese Tüte mit seltsamer Form öffnen. Im Inneren ist ein Pulver. Dort gießen wir Wasser bis auf die Markierung und schütteln es gut. Als Ergebnis bekommen wir eine kleine Menge Cappuccino. Guter Geschmack, aber zu süß. Wir gießen noch etwas Wasser dazu. Dann haben wir drei solche Tüten. In einer befinden sich Fächer mit kleinen Granulaten, die wir auch mit Wasser auffüllen müssen. Sofort beginnt die Reaktion mit der Freisetzung von Wärme und sehr stinkendem Gas. Dieser warme Beutel sollte zwischen den Tüten mit dem Hauptgang gelegt werden und in diese Papptasche gesteckt werden. So sollte das Granulat unser Mittagessen aufwärmen. Cookie, dieses Essen ist für Menschen, die Katzen gehen nicht zur Bundeswehr. In der Zwischenzeit öffnen wir die anderen Tüten. Und hier haben wir so runde, harte Minzbonbons. In der nächsten Tüte haben wir solche getrockneten Früchte. Es ist wahrscheinlich Preiselbeere. Vitamine sind gut. Also, die Tüten mit dem Hauptgericht schon aufgewärmt. Und was haben wir hier? Freunde, es ist Kartoffel in einer Art Käsesoße. Ein ungewöhnliches Gericht für meinen Verstand. Aber das sieht aus wie Gulasch mit Fleisch. Wir haben beide ausprobiert. Es hat einen leichten Geruch nach Plastik oder Chemie. Aber es sind immer noch Konserven und wenn man hungrig ist, wird sicher lecker sein. Nach dem ersten Löffel gewöhnt man sich und alles wird lecker. Dann entdeckten wir so ein Fladenbrot, das gut roch und immer noch sehr weich war. Dazu kommt noch Erdnussbutter. Ich mag es überhaupt nicht, aber Nüsse sind gesund und nahrhaft, also es ist zumindest gesund, sie zu essen. Wir haben auch so eine Tüte mit Fruchtmarmelade gefunden. Es schmeckt gut, man kann es auf das Brot schmieren. Wir haben versprochen, ein Limo zu machen. Wir gießen das Pulver in das Glas und füllen mit Wasser auf. Wir haben die Anleitung nicht gelesen und dort stand, dass wir einen halben Liter Wasser hinzufügen mussten. Es reicht für den ganzen Tag aus. So ernähren sich amerikanische Soldaten recht gut. Lassen uns schauen, was die russischen Soldaten essen. Nach dem Öffnen füllen uns einen Bonus in Form eines Verschlusses auf, damit alles dicht zugemacht werden konnte. Also, hier eine Pappschachtel. Dann kommt eine große Tüte mit Zucker. Und solche Cookies. Dann kommt ein Teil zum Gerichte aufwärmen. Später werden wir schauen, wie es funktioniert. Eine Serviette und eine Tüte Tee, der ganz zufällig kostenlose Werbung bekommt. Und hier ist so ein Reisbrei mit Rindfleisch. Ich liebe Reisbrei und Auberginen. Ebenfalls enthalten sind ein Löffel, Salz, Pfeffer und Wasser-Desinfektionstabletten. So sieht das Set komplett aus. Und wisst ihr was? Das sind keine Kekse, sondern Knäckebrot. Ich denke, es ist hier statt normalen Brot. Obwohl sie ein bisschen kaputt sind, hat mir der Geschmack sehr gefallen. Sogar mehr als amerikanische Fladen.
Und mit Marmelade schmeckt es noch besser. Aber mit Brot wird man nicht satt. Wir fangen zum Kochen an. Wir haben so eine Metallplatte, 3 Spiritusscheiben und Reibefläche von Streichholzschachtel. Um die Fälle nicht zu wiederholen wie bei amerikanischen Wärmer, wir gehen raus. Aus der Platte machen wir so eine Konstruktion, um so einen Ständer zum Heizen bekommen. Diese Idee hat mir sehr gut gefallen. Dann mussten wir Spiritustabletten anzünden. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Wahrscheinlich muss man mehr üben. Aber es ist nicht schlimm. Ich denke, Soldaten haben immer ein Feuerzeug dabei. Öffnen unseren Brei und stellen über dem Feuer. Trotz meiner Erwartungen war eine Tablette nicht genug und der Brei blieb ein bisschen fest. Aber wir haben 3 Tabletten und nach der zweiten haben wir es geschafft. Wir öffnen unsere Zucchini und schauen uns den Brei an. Ehrlich gesagt, das Fleisch konnte mehr sein. Aber auch so sieht es sehr essbar aus. Jetzt können wir den Tee machen. Wenn man es möchte, kann ein Liter Tee aus einer Tüte machen. Weil es gibt Zucker mehr als genug. Okay, ich erlaube mich, die Vorteile einzelnen Rationen zu erläutern. In der amerikanischen hat mir sehr große Auswahl gefallen. Es gibt Süßigkeiten, Kaugummi und sogar Cappuccino. Und es schmeckt auch sehr gut. In den russischen mochte ich persönlich das Brot und Marmelade. Es ist dort irgendwie natürlicher. Das Hauptgericht ist in einem Metallbehälter, aus dem man sofort essen kann. Sehr coole Heizung. Wir haben noch eine Spiritustablette übrig, um etwas anderes aufzuwärmen. Außerdem im russischen Set gibt es Tabletten zum Wasserdesinfektion. Bezüglich des Geschmacks haben wir unseren Verkoster geholt und er muss sich entscheiden, was besser ist. Rieche mal den Brei auf. Ach du wählerischer Feinschmecker! Also, nach den Dreharbeiten haben wir beide EPAs gegessen und waren bis zum Ende des Tages satt.